Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Naturaplan-Regenbogen, Sie sehen ihn gerade hinter mir aufgehen, kennzeichnet bei GOB landwirtschaftliche Produkte, die einem Anspruch an naturnäheren Anbau und der artgerechten Tierhaltung genügt. Ein bisschen einfacher ausgedrückt heisst das beim Gemüse und beim Obst, dass der Einsatz von Dünger- und Pflanzenschutzmitteln stark eingeschränkt wird. Beim Fleisch, dass es von Tieren aus artgerechter Tierhaltung kommt. Und beim Joghurt, dass die Milch von Bauernhöfen stammt, die nach der Richtlinie von der Vereinigung Schweizerischer Biolandbauorganisationen, VSBLO, geführt werden. Die Bauern, die die Milch für die feinen GOB-Bio-Joghurt liefern, halten sich an strenge Richtlinien. Auf chemisch-synthetische Dünger und Pflanzenschutzmittel wird komplett verzichtet. Manipulationen zur Steigerung der Milchleistung sind beim biologischen Landbau absolut verboten. Und artgerechte Tierhaltung ist eine Selbstverständlichkeit. Das Bio-Joghurt war bei der Einführung bei GOB sofort der Renner. Und wegen der grossen Nachfrage hat es sogar bei der Produktion ein paar Engpässe gegeben. Das Joghurt ist eben vom Geschmack her einfach ein bisschen feiner und milder und wird auch bei der Zubereitung von Dessert wegen der leicht fließenden Beschaffung gern verwendet. Unterdessen sind bei uns die Bio-Joghurt auch mit Erdbeere, Aprikose und Kriese erhältlich, mit viel Fruchtanteil und darum mit weniger Zucker. Und selbstverständlich sind auch die Früchte biologisch. Im Vergleich mit dem gewöhnlichen Joghurt wirken die Bio-Joghurt auf den ersten Blick fast ein bisschen farblos. Das ist, weil sie eben nicht zusätzlich gefärbt werden. Vom Geschmack her aber sind sie unschlagbar. Feiner und fruchtiger oder einfach natürlicher. Seit einiger Zeit sind bei uns in der Tretterabteilung die gewalzten Lussardi-Frühsteigwaren erhältlich. Die Teigwaren erkennen Sie sofort am besseren Biss. Sie haben mehr Geschmack und sind dank der speziellen Frischhaltepackung problemlos 14 Tage im Kühlschrank haltbar. Besonders empfohlen sind die Frühsteigwaren natürlich für ganz feine Gerichte oder als Beilage. Sie sind als Fettuccine oder Tagliatelle erhältlich und sind, wie gesagt, in allen GOB-Tretterabteilungen erhältlich. Da und dort auch in den Spezialitäten Al Papavero und Al Pomodoro. Neu unter der Marke Lussardi sind jetzt übrigens auch verschiedene Frühspitzen erhältlich. Reich belegt mit Pilz, Schinken, Artischocken, Käse oder Speck. Auch diese Spezialitäten von Lussardi möchte ich Ihnen ganz speziell empfehlen. Mit dem einzigartig milden und bekömmlichen Inkarom kann man zurzeit gerade doppelt profitieren. Erstens ist er bei GOB zum Aktionspreis erhältlich. Und zweitens schenkt Ihnen Inkarom zusätzlich die 150 Silva-Punkte, die Sie für das neue Pingu-Buch «Pingu der Zauberer» brauchen. Den Bestelltalon finden Sie auf der Innenseite des Nachfüllbeutels. Achten Sie von morgen an also auf die Inkarom-Packung mit der Abbildung des Pingu. Wenn Sie das GOB-Studio regelmässig schauen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dann wissen Sie, dass man mit dem bewussten Einkaufen von unseren Aktionsangeboten richtig Geld kann sparen. Gerade anschliessend zeigen wir Ihnen wieder ein paar Beispiele von Produkten, die Sie bestimmt gut brauchen können. Ein Bund Moosrosen, das sind 20 Stück, kostet bei GOB nur 6,90 €. 10 Schweizer Eier Klasse A kommen Sie über für nur 3,30 €. 3 Pakete Kambli-Brezeli gibt es für nur 6,35 €. Auch der GOB-Bohnenkaffee ist jetzt günstiger. 250 Gramm Jubilor Classico zum Beispiel gibt es für nur 2,50 €. Außerdem offerieren wir Ihnen 3 GOB-Videokassetten E180 für nur 13 Franken. Und zum Schluss 3 GOB-Preisabschläge. Ein Kilo GOB Instant Ice Tea im Beutel kostet von jetzt an nur noch 7 Franken. Alle Joghurt im Quattro-Pack sind von jetzt an nur noch 2,80 €. Und alle Butterzöpfe sind von jetzt an 10 Rappen günstiger. Aktionen oder in diesem Zusammenhang vielleicht besser gesagt besonders günstige Menü sind übrigens auch regelmässig in allen GOB-Restaurants erhältlich. Im Tessin zum Beispiel, in Ascona, Locarno, Chiasso oder in Bellinzona, wo wir waren, schauen, was diese Woche auf der Karte steht. Sogar ein paniertes Schweinskotelett mit Dauphinherdöpfel und Käfer wie Schinken, vom Küchenchef mit viel Liebe zubereitet und angerichtet, kostet nicht einmal 10 Franken, sondern ganze 9,50 €. Wenn Sie also das nächste Mal im Tessin unterwegs sind, machen Sie doch einen Halt in Bellinzona und einen Abstecher ins GOB-Restaurant. Sie werden sehen, es lohnt sich. Mit diesem Hinweis bin ich dann auch schon wieder am Schluss für heute. Ich bedanke mich, auf Wiedersehen.